Dann sage ich Servus zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Servus Klaus, schön, dass du da bist. Erste Frage, Personal. Personal. Wie schaut's aus? Ja, leider ist es bei uns immer so, dass immer wieder, wenn einer kommt, leider auch einer geht. Also wir haben ja sicher einen Ausfall mit Modeste Komuzoglu. Mit der fünften gelben Karte, die ja leider noch zu späten Spiel, sofort geschnittene Spieldauer dann noch bekommen hat. Beim Jimmy Müller ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Der war jetzt noch gar nicht am Platz. Also da ist der Einsatz sehr, sehr unwahrscheinlich. Tom Hagen und Finn Porat waren jetzt, Tom Hagen war gestern schon mit am Platz, Finn Porat und Sascha Bigalke waren heute mit am Platz. Da werden wir sehen, wie sie darauf reagieren, auf die Belastung heute, gerade allen voran Sascha Bigalke. Ich denke, dass der Sascha dann auf alle Fälle den Weg mit nach Kaiserslautern auch machen wird, so wie der Finn und wie der Tom Hagen. Aber ob es dann in welcher Art und Weise zum Einsatz reicht, das werden wir dann sehen. Kaiserslautern steht vor uns, sind aber wahrscheinlich immer noch nicht völlig aus den Abstiegssorgen, von den Abstiegssorgen befreit. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, grundsätzlich wären wir froh, wenn wir die Punkteausbeute von Kaiserslautern hätten. Ich glaube, dann würden wir auch ein bisschen ruhiger schlafen. Und Kaiserslautern hat jetzt, glaube ich, sowohl sportlich wie außersportlich immer wieder für ein paar Geschichten geschrieben. Jetzt sportlich, das was uns noch betrifft, auch gerade zu Hause die letzten Male, auch nicht besonders erfolgreich. Ja, wir freuen uns natürlich auf die Kulisse, wir freuen uns auf den Betze. Ich war noch nie aktiv als Trainer am Betze, schon oft in Kaiserslautern, noch nie am Betze. Und ja, wollen natürlich, der Plan ist, dass wir da auch was holen in Kaiserslautern, um dann gegen Leute zu Hause einen Deckel drauf zu machen. Super, vielen Dank. Eure Fragen. Zunächst mal, was ist mit Jimmy Müller? Der ist ja früh rausgegangen hier. Ja. Was war da los? Ja, der Jimmy Müller hat ja mit der Wade eigentlich schon dann letzte Saison eine ganz dubiose Verletzung gehabt, was mit Innovation und Ansteuerung von der Lendenwirbelsäule zusammenhing. Und hat da eigentlich eine Vielzahl von Faserrissen gehabt, die er gar nicht gemerkt hat. Also das war ganz komisch. Und die Innovation anscheinend vom Rücken aus wieder stimmt nicht. Und da ist er natürlich hochsensibel, wenn man da mal monatelang außer Gefecht gesetzt worden ist aufgrund der Wade. Und ja, da glaube ich, wird es das Wochenende sehr eng. Und heute, glaube ich, hat es ja wirklich auch ordentlich gemacht jetzt, nicht nur letztes, sondern auch vorletztes Spiel, hat die Situation super angenommen, auch die Position und auch den Auftrag. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass der mit der fünften gelben Karte dann auch fehlt. Wie wir dann die seine Lücke schließen, haben wir zwei Varianten im Kopf und werden uns dann für eine entscheiden. Glaubst du, dass ein Sieg reicht? Weil du sagst, naja, gegen Lotte den Deckel drauf machen dann. Ja, das sind wir Punkte. Okay, die anderen schlagen sich ja auch gegenseitig und spielen gegeneinander. Ja. Also die sind ja auch nicht davor gefeit, dass er auch. Irgendwie ist das so rein rechnerisch schon ein bisschen im Kopf, dass du gegen Lotte gewinnst, dann hast du die Punkte und dann ja, aber können die anderen dich nicht mehr einholen. Ja, wir haben erstmal Kaiserslautern jetzt. Ja. Wenn wir da Punkte mitnehmen würden und dann gegen Lotte, dann haben wir sicher einen Deckel drauf. Der frei. Klar. Jetzt war das ja schon eine Ausnahmesituation am Sonntag, das Spiel ist klar dominiert. Eigentlich, ich habe es ja auch geschrieben, nicht nachvollziehbar, wie man so ein Spiel verlieren kann, aber wie tief sitzt der Stachel dann bei den Jungs, wenn du wieder einen Nackenschlag kriegst in so einer unglaublichen Situation, 88, die kommen einmal in 16er, machen das Ding, die Fans unruhig. Wie ist da so die Kopfsituation bei den Jungs und bei dir? Also bei den Jungs? Überraschend stabil, würde ich sagen. Also stabil in dem, dass sie wissen, was wir auch, wenn man es einfach mal ergebnisunabhängig sieht, was wir für ein Spiel abgeliefert haben, mit dem Hintergrund, in welcher Situation wir uns befinden.
Dass wir da dann den Matchball oder den Deckel da nicht drauf machen, das ist für uns leider keine absolute Neuigkeit. Dementsprechend ist es jetzt nichts total Neues für uns. Ja. Ich glaube, die Jungs wissen, was wir können. Die Jungs wissen auch, wie es den Plan umzusetzen gilt. Egal gegen wen und wo, auswärts oder zu Hause. Und die wissen auch, dass natürlich ein Punkt im Nachgang auch am Wochenende schon sehr schön gewesen wäre. Ja. Aber überraschend stabil haben sie auf mich gewirkt. Ich hätte sie nicht so eher positiv stabil.